denkt. Ja, dann think mal schneller. So, jetzt sind alles unsere Feinde, oder was? Ja, dann geh doch mal. Töten. Töten. Ach, guck mal, da sind welche. Kommt, oder? Ey, ich war noch gar nicht so weit. Ich wollte gerade was aufmachen und dann fangen die einfach an. Wow. Astarion, du bist heute eine sehr große Enttäuschung. Irgendwie sind die... Oder die sind übelst krass. Bin noch nicht sicher. Mag das neue Update nicht. Ich habe ja leider auch keine Stufe 3 Zauber mehr. Nee, super. Hätten wir vielleicht dann nochmal eine Rast machen sollen, meinst du? Ja, hätte sein können. Naja. Ach, nee, schön. Da liegen die ganzen Waffen wieder am Boden. Ja, subi. Hervorragend. Gut, dass der Eulenbär keine Waffen hat. Ja, tschüss, ne? Und wegrennen tun wir auch noch. Hä? Ach, da kommen noch mehr. Ich dachte gerade, wo ist er denn? Ja, wo ist mein Scheiß, wo ist er? Ach Gott. Der ist da noch ganz weit hinten. Alter. Wie viele Runden hält das? Boah, 2 Runden. Alter, die und ihr Scheiß parieren auch die ganze Zeit, ne? Mhm. Kannst du nicht sowas wie stoßen? Nee, ne? Nee. In deiner Menschengestalt hast du Machtwoge, oder? Ja. Donnerwoge. Naja. Ich weiß nicht, ob du die da einfach runterschmeißen kannst. Naja, ich denke mal, durch das Gitter wird das nicht gehen. Weiß also ich nicht. Durch das Geländer. Ob man die da nicht drüber wirft. Du hast, achso. Ich wollte sagen, du hast deinen Stab vergessen, aber. Ja. Da ist gerade liegen lassen. Hä? Er ist auch furchtsam. Mhm. Fällt noch ein bisschen. Ist egal, die Waffe will ich eh nicht haben. Ich habe eine neue Waffe. Bitches. Wenn ich denn irgendwann nochmal wieder dran bin. Nee. Ja, mach mal nicht. Ich kann wieder zaubern. Autsch. Entschuldigung. Hab eigentlich gehofft, ich treffe dich nicht. Krass, aber. Naja, Schwund ist immer, ne? Verräter Schwein. So, nächste Runde kann zumindest auch die Lisbeth wieder was machen. Lisbeth. Aber sie nimmt das Schwert direkt mal in the hand. Habe ich nicht. Hä? Na klar, pariert. Das hätte ich mal vorher machen müssen. Naja. Ernsthaft. Ernsthaft. Ob ihr mich verarschen wollt, ist alles deine Schuld. Weil du das Eis dahin gezaubert hast. Bist du hingefallen? Ja. Dumm gelaufen. Du hast 4 Beine, warum fällst du hin? Ja, 4-mal so leicht hinzufallen. Nee, eigentlich stabiler zu laufen. Thank you.
Vielleicht hätte ich den Zauber manipulieren sollen. Ja, Astarion, wir kommen wieder auf Höchstform. Na, better than not. Ach, nicht schon wieder. Oh Mann. Jetzt war schon wieder vorbei. Vor allem mit beiden Waffen. Wie nervig ist das? Ja. Das ist doch einfach lächerlich, ey. Drei Angriffe und gerade mal 4 Schaden. Jo, jetzt haben die mich... Arschgeigen, ey. Warum läuft die, warum ist die denn schon wieder furchtsam? Ach, das war so klar. Nee, deine Waffen sind doch davon. Ich hab keinen Bock mehr auf die Waffen. Ah, ich merk's. So, die zeigt dir jetzt mal, wie es geht. Na, es geht doch. Und der Nächste, der in deine Falle getappt ist. Okay. Getötet habe ich sie. Tschüss. Erstmal die Waffen wieder aufsammeln. Ja, war doch ein erfolgreicher Kampf, finde ich. Findest du? Ja, schon. Hier, die hatten Seelenbrecher Zweihandschwert dabei. Macht das dann Schaden? Ja, musst du selber gucken. Das richtet sich ja, glaube ich, nach dem Schadenswert von den Charakteren. 3 bis 16. Muss ich mal ihr Dingsbums geben. Wo ist das Schwert hin? Okay, 9 bis 25 Damage. Oh, das ist nicht schlecht. Ich speichere gleich mal. Ich würde sagen, wir machen noch eine Rast, ne? Meinst du? Also hier können wir nicht, aber ich glaube, wenn wir hier durchgehen, würde ich schon machen. Zauber nochmal auffüllen. Können wir keine lange Rast machen? Ne, hier nicht. Ach, hier ist so ein Gefahren. Dingsbums. Genau, so durch geht bestimmt auch. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Na, also, ein paar leben ja ihn noch. Na, da ist noch einer zum Beispiel. Hier liegt so eine Erinnerungsscheibe. Oh, nimm sie mit. Ne, achso, ich hab's Wort. Oh. Hier liegen lassen. Ups. Was ist hier los? Nix. Oh. Kopieren alle her. Aus ihrer kleinen Höhle. Ach, das sind die Händler da hinten. Ja. Also gleich kannst du mal richtig fett looten. Ja, krieg ich mein Geld wieder.
Alter, wie viele sind da? Viele. Und wo sind die? Hier. Ich komme auch nicht so weit. Ah, ich hätte mit Giselle, glaube ich, noch warten sollen. Vielleicht hättest du Giselle einen Heiltrank geben sollen oder so. Ja. nur so ein Hinweis. Ultimativer Sprung. Okay, das geht nur für mich selbst. Schade. Gut, dann habe ich meinen Zug beendet. Ehrlich jetzt mal, wir verlassen jedes zweite Lager, in dem wir Genozid machen. Ah, die Bösen müssen halt sterben. Wer sagt, dass die böse sind? Ich komme jetzt nicht wie nette Burschen vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, auch wieder wahr. Also ich glaube, sonntags im Sonnenschein Picknick mit denen ist nicht so geil. Meinst du nicht? Nee. Das ist auch meine Messlatte, ob jemand nett ist oder nicht. Kann man mit dem sonntags im Sonnenschein Picknick machen oder nicht? Ja. Gut, ich meine, ich finde, das ist eigentlich ganz nette Messlatte. Dann haben wir wohl, okay. Und sie ist tot. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Nein, ich glaube jetzt nicht. Es sind halt viel zu viele. Ich glaube, in der Rast hätte man es geschafft. Ja gut, aber kommen wir ja gar nicht mal an. Ich weiß nicht, wenn man aus dem Raum raus war, ging das dann? Ich bin ja schon mit ihr weitergelaufen gewesen. Weil ich habe keine Zauber, ich habe nur noch, wenn dann Zaubertricks. Hä, hey, ich war überhaupt nicht dran. Interessiert ihn. Ah, jetzt bin ich, hä? Ich, hä? Ja, du bist mit ihr dran. Mit dir selbst. Mit Astarion, aber ich war mit meinem überhaupt nicht dran. Haben sie übersprungen, mein Gott. Ja, für einen krassen Handmove gemacht. Der Wiggle Wiggle. Ja, so sah es aus. Nee, finde ich ja gut, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr. Hi. Ist auch schön, dass sie immer noch mal auf die schon Verletzten draufhauen. Mhm. Cool. Alter, die und ihr fucking Parieren, ne? Das geht mir so auf die Nüsse. Ist nicht so viel Schaden gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. Ne. Dito. Diese Schubsen ist dann auch so sinnlos. Ja, ja gut, du kannst halt dafür sorgen, dass sie ihre Gegenangriffe nicht machen können, ne? Wenn es ja, klappt. Stimmt. Du machst mich blind, ich mach dir viel Schaden. Na tot. Soll ich nochmal laden? Ja, ich rechne uns jetzt hier gerade nicht so richtig hohe Chancen aus. Aber mach ruhig weiter. Gut, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du gar nicht rechnen kannst.
Danke. Druiden können nicht rechnen. Die mischen doch irgendwas einfach zusammen. Objective noted. Ja, ich könnte gleich mal so eine Waldkreatur noch beschwören. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich will mal ganz kurz gucken, wenn wir hier rausgehen, ob man da eine Rast machen kann. Nee. Ja, aus dem Raum doch, hier geht's. Hä? Aus dem Raum auch raus. Ja, aber dann ist doch so vorbei. Nein, wir dürfen nur nicht den Gang weiter runter. Nur aus der Tür raus, dann geht's. Achso, hier ist kein Gefahrenbereich mehr. Ja. Da, wo uns gerade die Gegner alle umgebracht haben. Dann lasse ich sie jetzt hier. Du hast deine Schuldigkeit getan. Diskutier nicht, halt die Fresse. My love, du kommst wieder mit. Eulenbär. Na, Will. Willi will's wissen. Nein. Lecker Haggis. Herz. Zeig, was dein Pflege kann. Okay. Und deine Zaubereien. Er hat viele Zauber. Oh. Also die hat so viel Heilzauber jetzt. Ja. Also die hat 3 Heilzauber und durch die Kette kann sie auch zaubern. Oder durch irgendeinen Gegenstand kann sie zaubern. Dann muss die uns jetzt die ganze Zeit am Leben halten. Und wenn wir nicht im Kampf sind, dann kann sie auch zaubern. Gut, ich glaube, den Punkt können wir erstmal streichen. Momentan sind wir im Kampf, ja. Das Geschoss fangen ist auch nicht mehr gut. Irgendwie funktioniert das auch nie. Achso, ich wollte ja mal hier so eine. Eine Dryade beschwören. Nekromantie ist auch ein cooler Zauber. Da kannst du Tod zum Leben erwecken, oder? Ja, du kannst dich entscheiden, Skelett oder Zombie. Und ich glaube, Skelette sind Fernkampf und Zombies sind Nahkampf-Kreaturen. Oh, nicht schlecht. Ja, das Lustige ist ja, ich kann ja mit der Dryade kann ich einen anderen noch beschwören. Warum kann sie nichts machen? Weiß ich nicht. Gar nichts. Scheiße. Wegen der Rüstung. Okay, deswegen habe ich die Rüstung, glaube ich, auch nicht gegeben. Ärgerlich. Dann zieh sie doch eben aus. Ja, zieh sie mal eben aus. Das ist ja ein Dings. Ja gut, aber... Nächste Runde kann sie was machen. Andere Option wäre dann jetzt gar nichts mehr tun können. Nächste Runde kann sie was machen. Was ist jetzt? Was sind wir? Level 7. Ab Level 8 kriegt die, glaube ich, coole Zauber dazu. Druide interessiert mich, was der dazu kriegt. Mit 8 oder was? Und mit 8 Zauberer. Oder was? Weiß ich, also ich finde, die kriegen halt schon krasse Sachen dazu. Also Kleriker, also Schattenherz hat krasse Sachen dazu bekommen. Mit 8. Irgendwie so ein Wächter, der steht zwar auf einem Punkt, aber egal wer da durchläuft, der macht dem immer 20 Damage. Zwar sich selbst auch, aber das ist schon nicht schlecht. Oder so eine Geisteraura, da fliegen Geister um sie rum und die macht jedem Schaden, der da drin rumläuft. Auch nicht schlecht. Hä, warum überspringt denn immer irgendwas von mir was? Manchmal machen die. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber manchmal wirst du einfach übersprungen. Keine Ahnung warum. Hatte ich aber auch schon. Die Dryade hätte doch jetzt locker dran sein können. Ne, die ist jetzt dran. Nach ihr. Ach so. Nach der ist okay, die Dryade dran. Aua! Ey! Hä? Nö.
Eulenbär müde. Alter, könnt ihr jetzt mal aufhören? Eulenbär müde. So, rufe ich jetzt noch einen anderen noch dazu? Dann mache ich aber zu viel, also zu vielen Leuten Schaden ist scheiße. Weiß ich nicht. Dann werden wir halt noch einer mehr, ne? Ja. Mehr ist immer gut, wie man so schön sagt. Danke. Bam! So! Er ist der Nächste. 66 Damage. Ich glaube, es waren nur... Es waren 6 und 6. Es waren 6, aber... Egal. Aber es sah kurz wie 66 aus. Nichts parieren. Naja, guck mal, wir haben immerhin schon mal einen tot. Hast du gleich die Möglichkeit, mich mit Schatten einmal zu heilen? Wenn sie dran ist. Ja. Then I can do this. Parier das. Wichser. Und das. Okay. Ich kann auch sogar noch mal angreifen. Ja, dann greif ihn mal an. Nur das mal, wie viel Life hat er noch? 4. Dann mache ich das mit dem Flegel. Was ist die andere Option? Mit einem normalen Zauber. Mach ich lieber so. Ich glaube, der ist tot. Die 10% waren es mir wert. No. Ah. Es hat wohl geschmerzt. Ja, ein bisschen. Wie kann ich einen Feuerball machen oder sonst was? Wo kommen denn eigentlich die Gegner überall her? Ich glaube, die meisten kommen aus der Höhle. Also, durch die Tür da. Ich glaube, ich lerne Feuerwand beim nächsten Mal. Jo. Ah, ne, von da kommen auch welche. Von da oben kommen auch einige. Ja. Ich habe die Feuerwand... Es war noch nicht hundertprozentig verstanden, wie lange die nun aufrechterhalten werden kann. Also entweder immer oder nur ein paar Runden, das weiß ich noch nicht. Musst du dann dafür wahrscheinlich immer... Nö, du musst die einmal wirken und irgendwas steht da, solange irgendwie Fokus aufrechterhalten wird oder Konzentration, bleibt die aufrecht. Ich glaube, du darfst nicht alle Zauberplätze dann verballern oder so. Aber das weiß ich auch nicht genau. Ja gut, was soll ich jetzt mit dir machen? Sie kann sich da nicht befreien. Soll ich irgendwas trinken? Aluhol vielleicht. Ein Gegengift. Na gut. Trank des Schlafs, Trank des Sprechens mit Tieren. Oh. Mensch. So ein Trank des Sprechens mit Tieren, also was nützlicher geht's doch hier gar nicht gerade. Boah. Bei so vielen entsprechenden Tieren hier. Kann ich nicht. Ja, wo ist der hin? Warte, er ist tot. Schön. Aquarium, sehr schön. Aquarium. So, was machen wir jetzt? Kriegst du die tot? Die hat nur noch 2 Leben. Dann... Wen denn? Ja, nee, warte. Die Form, warte. Würde ich, achso, kann ich mich überhaupt bewegen? Ich krieg sie tot. Und zwar hier. Mit dem Schutzgeist. Oh.
Schade, bis dann kommt. Habe jetzt nicht mit gerechnet. Warte mal, das hier. Ah, okay, danke. Halt nicht viel, aber halt halt alle, ne? Nein, ich bin blind. Oh nein. Na doch. Blindboy Mac Blindauge. Au. Au. Schwach. Jo. Okay. Wie weit willst du springen? Ja. Seine nächste Transformation ist dann Superman. Ja. Ja, scheiße, ne? Auf ihn Feuerball die. Oh, mein Leben, ich raste aus. Wer denn? Ach, die da unten? Bei dir? Ja. Nice. Wilde Magie ist aktiviert. Ich hätte das. Nee, das geht damit nicht. Okay. Ich mach mal gespiegelter Zauber beim nächsten Mal. Ach ja, das Fairon ist ja auch noch da. Oh, töte ich die mit dem Einleben oder ihn greife ich den hier vor mir an? Ich würde den davor angreifen, weil das schaffen die anderen Charaktere auch. Mit dem einen. Oh, sad. Dein Scheiß Ernst, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, immerhin. Weißt du, irgendeine Leistung musste er jetzt bringen. Verstehe man das nicht mit dem kritischen Treffer, aber er macht nur 6 Schaden. Ja gut, wahrscheinlich, weil die so viel Rüstung haben oder so. Ja, du musst die Rüstung einfach. Aber du liegst auch nur die ganze Zeit, ne? Nö, ich lieg gar nicht mehr. Ach so, sieht so aus, ob du noch liegst. Ja, ne, er kauert so zusammen. Alter, die sind ja fast tot, wenn die nur da durchgehen. Das ist doch gut. Ah. So, oh. Das war's von ihr. Mehr kann sie. Doch man kriegt noch mehr Zauberplätze für die höheren Stufen. Ja, ich habe jetzt eigentlich immer eine noch dazu gekriegt. Ich habe jetzt 4 für 1, 3 für 2, 3 für 3 und eine für 4. Ich hoffe, da kriegt man noch ein bisschen was dazu. Ich habe 1, 4, 3, 3, 2, 3, 2 und 4, 1. Du hast bei 3 nur 2 Stück? Hm? Oh, scheiße, ich kann damit mit den Leuten keinen aufheben. Astarion ist tot, ne? Ich weiß. Nee, weil es eine Frage ist. Achso, ja, ja. Also halt nicht tot, aber. Liegt halt auf dem Boden. Ja. Yo. Ja, mit Schattenherz kann ich ihn auch. Oder auch nicht. Ach nee, ey, Alter, die machen so viel Damage, ne? Mhm. Das ist so pervers. Okay, mach ich jetzt die chromatische Kugel? Oh, und hier trifft auch keiner irgendwas. Dann treffe ich ihn. Oh Mann. Wen? Das muss man dahin, dass. Wen würdest du treffen? Astarion. Astarion, also egal. Nee, aber der ist dann, also der verliert dann die Würfe, ne? So, brutzelt ihr.
Der hat's eh bald. Oh, sauber. Hast du noch Rollen? Zum Wiederbeleben? Wiederbelebungsrollen? Ja, ja. 2 Stück. Kannst du mir eine geben? Weil eventuell ja. Kann ich die noch benutzen. Wem? Das wäre ein Hauptcharakter einfach. Ja, hab ich. Nee, kann ich nicht. Ein Schattenherz kann die aber. Kann ihn gleich wiederbeleben mit. Obwohl, oder du heilst ihn, ist ja egal. Ja. Ja, weggeblitzt habe ich die. Boys. Schade. Und ich habe, es gibt ein, boah, du kannst doch irgendwann so Attribute verbessern, ne? Oder Talente geben oder sowas. Ja, ja. Und es gibt recht weit unten ein Talent für C. Da kriegst du pro Charakterstufe 2 Leben dazu. Dann hatte ich, glaube ich, mit Talach über 100 Leben. Oh, nicht schlecht. Was war das? Blitz. Ah. Der Blitz, den du hast, ist auch nicht schlecht. Oh. Ja. Würdest du nicht unbedingt alles in deinem Weg? Nee. Oh, nee, okay, das mache ich nicht. 25% ist ein bisschen wenig. Was kann ich denn machen? Furcht ist doof. Nochmal die Schutzgeister. Stark? Ich bin sauber mit ihr. Repariert? Habe ich dir Schaden gemacht? Nee, doch. Ja, ich glaube. Bin mir nicht sicher. Ist nie passiert. Erzählen wir keinem. Oh! Geschoss fangen. Ne? Ach komm, jetzt kann er auch noch dreimal. Hier ist der andere gewesen. Ups. Jetzt wird es langsam eklig. Alter. Der hat wohl einmal gut Damage vorhin gemacht. Ja, das war's, hat er doch. Ja. Alles gemacht, was er konnte. Ich muss mich verwandeln, sonst sterbe ich. Ja, mach das. Lohnt sich das, dich jetzt wieder zu beleben? Nee, verwandel dich. Ich muss gucken, ich kann eventuell einen aufheben und einen heilen. Davon muss ich halt gleich erstmal wegkommen und nicht sterben. Alter. Selbst auf. Ja, okay. Oder auch nicht. Gut, ich hätte nicht gedacht, dass. Wann er jetzt stirbt. Viel Damage. Alter, der ist so nutzlos. Wenn er zumindest Leute aufheben könnte. Na gut, im Lager war gespeichert. Oh, der hat nur noch 2 Leben.
Oh, jetzt sind da noch drei mehr im Kampf. Das ist nicht wahr. Jetzt schlaf ich. Ja, aber gut, du schläfst halt zwei Runden, ne? Die werden nicht, darf eh vorher aus meiner Gestalt rausboxen, also. Weiß ich nicht. Ach so, stimmt, du bist ja dann, bevor du stirbst, ne? Na, erstmal zurückverwandelt. Ist das euer Ernst? Na gut. Na, war ein Fehlschlag, du lebst noch. Ich glaube, ich lade nochmal, ne? Oder willst du was jetzt hier? Okay. Ja, dann ziehen wir jetzt durch. Okay. Ja, geht doch. So, noch einer tot. Das ist ärgerlich. Oh, die haben alle so wenig Leben. Du auch. Schade. Alter, das ist also das ist schwer. Ja, die Kämpfe werden, glaube ich, auch immer ein bisschen schwerer jetzt, ne? Ich möchte das nicht. Ja gut, was willst du machen? Die werden ja nun auch alle ein bisschen stärker, die Gegner. Wir brechen das hier ab, wir spielen nie mehr weiter. Die werden jetzt vernichtet werden, die. Warte. Steht jetzt einer im Weg? Oh. Ja, Arion wahrscheinlich. Und du auch. Ja, spiel's mal aus. Komm, wir gucken mal, wie der mit mir nehmen. Ah ja, kannst direkt neu laden. Ne, klar. Mit 32 Damage. Mal, wie viel hat der bekommen? Ich will nur mal gucken. Ah, der ist tot. Den einen hast du umgebracht. Den hab ich auch 32 Damage gemacht. Ja, guck mal. Das Interessante ist, Astarion hat keinen Schaden genommen. Ja, der ist ausgewichen. Aber die gnomische Gewandtheit hat hier leider nicht gefruchtet. Nee, überhaupt gar nicht. Hat mir wahrscheinlich mehr geschadet als geholfen. Ja. Bin auch so reingesprungen. Will ich jetzt aber nochmal machen, ganz ehrlich. Ja, aber dann ja, genau, mach. Stell dich vor uns. Jetzt, Fehlschlag. Nur 16 Schaden. Naja, aber hier dem Topf hast du 30 gemacht. Ja. Super. Also wenn es mal hier gegen Töpfe geht, dabei. Oh. Ne? Ja, jetzt kann er auf einmal Damage machen. Ja, besser später als nie. Jetzt müssen die erstmal näher kommen. Ja, wir müssen uns. Das Problem ist, oben sind halt, kommen halt immer noch welche nach. Ja, hier weiß ich halt nicht, wie viel drin sind, aber hier so generell dürften gar nicht so viel sein mehr. Ja, da waren ja drei, aber dann kommen die ja von oben, von diesem Tor noch. Ja, aber die standen. Ja, ich weiß nicht, wie viele es waren. Drei, vier? Bleib jetzt hier im Gang. Wenn ein paar mehr im Gang sind, mach ich nochmal einen Blitz. Wow. Das wird die bestimmt ablenken.
Ich könnte mir das da und Taschendiebstahl bei dir machen. Cool. Sehr gut. Hallo? Zeigt die euch. Sieht mich nicht. Ach, so gut. Kampf beendet. Geil. Vor allem so ein Eulenbär. So ein Riesenteil. Ja gut, wenn du aber unsichtbar warst. Surprise! Oh, hat pariert. Warum kann ich mit dir eigentlich nichts anderes zahlen? Achso. Alter, ich hasse das. Ich muss die Rüstung ja wieder umtauschen. Okay, Zauber geht nicht. So, ich hab nochmal 20 mehr Gegner reingeholt. Schön, schön. Warum ist er eigentlich da hingesprungen? Weil da einer war. Achso. Weil ich den getötet hab. Nee, ah. Also liegend. Ja, super. Ja, ne? Liegend ist nicht tot. Er hat aber nicht mehr viel Leben. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Aua! Knaufschlag, ich glaube, es hackt. Hä? Ja, Astario, wenn es drauf ankommt, kann man sich einfach nicht auf dich verlassen. Ne. Das stimmt. Guck, weil da oben stehen nämlich immer noch so 2, 3. Mhm. Die kommen dann durch die Höhlen noch rein. Ja, noch lohnt sich's nicht. Wie, warum ist er? Hä? Hm? Das Ziel ist zu weit entfernt. Welches? Ach, ich bin blind. Also da oben an der Treppe sind 2, ne? Ja, aber ich bin blind. Achso. Dann nicht wirklich sauber. Bin ich jetzt ganz nah ran? Und dann kann ich zaubern. 10 Runden hält das noch. Ach, das noch. Wollte der nicht springen? Oh nein! Jo! Ich hasse das wirklich. Also dieses mit den Waffen verlieren und so, das ist echt dumm. Und dass man halt dann eine Runde braucht, um die überhaupt wieder anzulegen. Ja, wo sind deine Waffen? Die liegen hier auf dem Boden. Das kann ich nie mehr angreifen. Ach, Alter, du bist wirklich einfach zu nicht zu gebrauchen heute. Ja.
Hä, die hatte doch Furcht. Warum ist sie nicht weggerannt? Weil du weggegangen bist, glaube ich. Die hatten Furcht noch. Ja, aber die müssen, glaube ich, nur eine bestimmte Entfernung zurücklegen. Aber die hat den Effekt ja noch. Vielleicht bist du weit genug weg. Wie viel hat die noch? 20 wäre das vielleicht ein bisschen zu. Oder? Okay, ich mache hier nicht genug Schaden, das ist klar. Wenn du ein Ziel mit deinem Zauber triffst, heilen alle Kreaturen im Abstand von... Oh! Wenn ich jetzt mit dem Zauber treffe, heile ich andere. Darüber. Leider ist das anscheinend kein Zauber. Obwohl das Zaubereipunkte kostet. Eine Reihe. Ah. Boah, die sollen sich alle einfach in den Gang stellen und dann brutzel ich die weg. Au. Ja. Hä? Hat die sich jetzt einfach voll geheilt? Nee. Da stand ja. Plus 4. Ah. Dann hat sich das überlappt. Das war ein bisschen krass. Achso. Danke. Sehr gut. Steht nur die da am Tor, an der Tür, ja, ne? Ich hab doch. Die machen doch alle so viel Damage. Hm. Setzt. Oh. Das sind halt auch so viele. An der Tür stehen drei. Ich kann nichts, Mann, ey. Gibt's irgendwas? Ja, das habe ich noch. Ach, Blindheit. Ja. 8 fucking Runden. Wie kriegt man die Scheiße weg? Angriffe gegen blinde Kreaturen sind im Vorteil. Hm. Ja, aber gibt's irgendwas, was dagegen Rettungswürfe. Konstitutionsrettungswürfe. Ich kann nichts machen. Keine Ahnung, Radius von 3 Metern oder so. Zwei. Nee, auf, ja, doch auf 3 Meter. Ja. Ich kann ja auch kann ja nicht angreifen, nix. Nicht auf. Ah, angriffen und zaubern. Kannst du irgendwas buffen oder so? Nee. Schattenherz? Nö. Nee. Was halt nicht davon betroffen ist, ist der Blitz, den mache ich jetzt ein. Treffe ich, ja, ich treffe Astarion auch. Lässt sich nicht verhindern, das treffe ich nämlich gar nicht. Was ist denn dieser Bereich davon? Weiß ich nicht. Hm. Hä, hast du? Nö. Hast du überhaupt irgendwas gemacht? Ja, Schaden gemacht. Die haben ja auch alle noch Rüstung, glaube ich, gehabt. Mhm. Wollten Feuerball machen, aber das geht ja nicht. Ach, deine Blindheit ist weg. So. Eine Runde zu spät. Ja. Dieser Furz, ey.
Alter, das wird krass, wie viel Damage die alle machen. Kannst du dich noch heilen? Mit Tough oder? Ja. Ich muss halt abwägen, ob ich mich jetzt nochmal verwandle. Mhm. Oder. Also, mit den Sprüngen, das kann man aber auch übertreiben. Also. Ich meine, was zur Hölle? Wie soll man das denn kontern? Ja. Wenn du einen richtigen Charakter hast, können die das auch. Und ist hier gleich wieder tot. Musst du Heiltränke mit ihm? Das kann ich natürlich nicht mehr angreifen. Das ist so dumm. Ja, es kostet dann alles eine Aktion. Ja, ist nicht dumm. Ist ja schön, dass das das D&D hier Regelwerk ist, aber finde ich halt, finde ich nicht spaßig. Jetzt rennt er weg, ach Mann. Ja, halt gar keinen mehr tot. Das ist. Kann ich drei treffen? Ja, wenn du ihn triffst, dann triffst du ihn, ist egal. Irgendwie habe ich das Gefühl, du heilst die. Nee, ich heil uns alle. Aber irgendwie glaube ich, heil ich die auch. Du heilst alle. Alle Warum? Kreaturen. Du. Hm. Du heilst die Gegner mit. Wenn ich Zauber ab dem ersten Grad heilen. Okay, ja doch, alle Kreaturen, aber nur in einem Radius von 3 Metern. Ja, aber das waren ja hier in dem Fall alle. Nee, die da hinten nicht. Okay. Ja, dann. Das ist ja doof. Weil das ist nämlich vorhin auch schon passiert, Bringt als du das gar gemacht nichts. Hast. Und dann dachte ich mir so, du hast hier überhaupt gar kein Damage, nicht mal so ein bisschen Damage gemacht. Das dauert jetzt noch 3 Runden. Ja. Dann klopp drauf. Ja gut, aber wenn ich die dann auch wieder heile, ist da... Achso, mit Angriffen auch? Nee, nur Zauber. So. Weiß ich nicht. Ja, so lange überleben wir gar nicht mehr. Aber wenn die 32 mal angreift, dann... Ja, jetzt schon wieder. Die macht das, weißt du, eine Runde braucht die, um mir die aus der Hand zu halten. Und ich brauche 12, um die wieder zu bekommen. Das ist doch scheiße. Wir laden ja wahrscheinlich eh nochmal neu, ne? Weiß nicht. Nein, noch, das war zu nah. Ach, friss doch du Scheiße hier. Och man, hätte ich denn nicht noch 2 mehr Damage machen können, dann wäre die jetzt tot. Toll, Astarion, wirklich. Ich mein Held. Warum endet das immer gleich? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir das gewinnen sollen. Ja, ich habe wirklich
keine Idee. Besser stehen. Besser stehen, ne? Ja, man muss nur, glaube ich, die richtige Position haben. Du bist auch so eine richtige Position. Es geht aber alles nur um Position. Ja. Kann ich die nicht direkt rufen? Und ihn? Ach so, warte, bevor wir anfangen, jetzt muss ich mal Schattenherz schon mal eine andere Rüstung geben. Und verwandel du dich mal, machst du ja eh, ne? Was? Ja, das hat jetzt so wenig... Was? Da hat er genug Damage gemacht. Ja, nee, alles gut. Aber das hat den Kampf gerade noch nicht getriggert. Guck, manchmal macht er dann sowas. Ja, manchmal haut er so und dann im nächsten Schaden Such raus, aber macht er dann 12 Fehlschläge. Und dann verliert er seine Waffe. Weißt du, die ersten 2-3 Gegner gehen ja noch. Die kriegst du ja noch raussondiert. Hm. Aber dann wird's halt schwierig. Ja, spätestens sobald dann alle den Raum betreten, wird's halt dann ätzend. Also im Grunde müssen wir die Treppe, glaube ich, hoch. Weil da sind die meisten Fernkämpfer. Da hätte ich mal die Feuerwand, dann müssten die durch die Wand durchlaufen. Muss ich wehren. Alter, Power Ranger hier. Na gut, ich kann nichts machen. Er ist noch dran. Ja, aber ich habe meine Aktion ja schon vor dem Kampf verbraucht. Oh, nee, darfst du jetzt nicht nochmal? Nee, nee. Ist ja doof. Warte mal. Was kann ich machen? Ich kann jetzt auch nicht so richtig was machen, weil zu weit weg. Boten könnte ich, aber dann kann ich nicht mehr angreifen. Ich meine, wenn die sich alle mal hier so richtig in den Gang stellen, dann kann ich dann einen Feuerball drauf machen oder einen Blitz oder irgendwas. Ja, keine Sorge, die kommen alle in den Gang. Also ich bin dafür, wir gehen die Treppe hoch. Dann können die uns halt in den Rücken fallen. Machen sie ja eh. Dann stehen die alle vor uns. Ja, ist ja gut. Ja. Wir haben das jetzt 3-mal probiert. Das ist das 3. Mal. Glaube ich. Der kommt sowieso nicht so weit. Was ist los? Ja, Astarion, so jetzt. Alter, was haben die eigentlich immer gegen Astarion? Der ist hässlich. Kein Grund. Anscheinend schon. Ich komme an die nicht geraten. Ha, Surprise! Hab mich nicht gesehen, ne? Ja. Dirb! So.
nee, nicht Blindheit. Ja, genau, komm näher. Ja, super. So, die kann nur einen von den Zaubern. Ah. Ah. Blöd. Stimmt. Na gut, ist ja eh noch keiner an der Tür. Da sind irgendwie gar nicht so viele drinne. Na, vielleicht haben die alle das nicht gerafft. Ja, die anderen haben das noch nicht gerafft. Oder man sieht das. Na, einer kommt von weiter hinten. Ja, einer, aber die anderen beiden stehen dann noch normal rum. Sind noch nicht alle im Fight. Dumm. Dumm. Danke. So wird's gemaked hier. Ach, was heilen. Ja, zu viel gelobt. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Ja. Einmal pro Kampf kann das. Aber jetzt hat er zweimal gemacht. In dem Kampf schon gut getroffen. Mhm. Echt? Ja, stimmt ja sowieso. Ich, was zur Hölle, ey? 24 Schaden, ein Zug. Ja, ja, gib mir den weg. Scheiße. Noise. Meine Reichweite war nicht hoch genug. Ich würde eigentlich nur dahin schießen, wo du gerade bist. Achso, ich bin. Wenn ich jetzt da zur Tür gehe, ist die Chance sehr hoch, dass ich irgendwie pulle. Ja, lass den einen erstmal kommen. Wir casten hier mal ein paar Blümchen hin. Rennen ist auch noch, ne? Also sollte sein. Oder du hast das Brennen weggemacht, weiß ich nicht. Das Brennen oben? Ja, an der Tür. Ja, also die Tür brennt noch, ich weiß aber nicht, ob der Boden noch brennt. Oh, nee, ich glaube, der Boden hat nicht mehr gebrannt. Ja, schlag da noch 12 Mal mehr zu. So, okay, dann kann ich... Volle Pellkartoffeln. Was denn? Einfach hier rüber. Dankeschön. Dankeschön. Schattenherz ist auch schon echt gut. Hm? Schattenherz ist auch gut. Ja. Macht halt mit ihren Angriffen nicht so viel Damage, leider. Der hat auch keine wirklich so mega nice Waffe, aber... Erfüllt seinen Zweck. Ich greife mit der auch nicht an, mit der Waffe. Ja, deshalb. Es erfüllt den Zweck, dass sie eine Waffe überhaupt hat. Genau. Au. Das ist doch dumm. Kannst du da weg? Wen willst du angreifen? Nur sie? Nee, den Typ, der hier vor mir steht und der bei dir steht. Ja, warte. Gib mir eine Sekunde. So, hier 23. Was war oben? Ach, oben, die ist tot. Ah, sehr gut. Ich habe auch noch einen getötet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der kommt jetzt aber auch nicht mehr. Alter, 41 Schaden! Läuft. Alter, Astarion, guck dir das genau an. Nee, der guckt gerade leider gegen die Wand.
Hat er nicht gesehen. Sehr enttäuschend mal wieder. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, hey, kann passieren. Okay, ich gehe mit den beiden, gehe ich mal Richtung da hinten. Wie viel hatten die noch? 6. 0. 0. So, hier ist keiner mehr, ne? Ne. Hier, oh, also hier oben lebt noch einer. Wo? Oh. Also bei dem Eulenbär. Da oben oder? Ne. Naja, ja, da hinten. Ach, da. Okay. Der Typ, der das Bild. Ja, das sehe ich gerade. Ja, rein theoretisch ist jetzt die Frage, ob man dann hier in das Ding reingeht oder ganz normal wieder raus. Einfach alle töten. Erstmal speichern. Genau, und dann das. Ja, also ich würde, glaube ich, Richtung ja, in diese Höhle rein, oder? Was machen wir? Wenn du mit einem Zaubertrick Schaden bewirkst, erhältst du 2 Züge lang Arkane Synergie. Ich glaube, das ist für mich ganz gut. Ja, ich glaube, der Zauber machst du noch mehr, ne? Warte mal. Wenn ein Gegner beim Rettungswurf gegen einen deiner Zauber oder deiner Aktion scheitert, erleidet er 2 Züge lang mentale Erschöpfung. Super. Ja, Zen? Gehen wir hier rein, oder was? Ja. Natürlich werde ich. Hätte man den Zauber auch wieder aufheben können? Nee. Das ist scheiße. Ah doch. Ja doch, kann ich gleich machen. Gut, ich kann jetzt hier eh nicht viel machen. Ich stehe halt richtig scheiße. Nee. Das ist die Eulenbärfront. Ja. Die Eulenbärfront von der Gigianki-Grippe. Gespeichert hat sie ja, ne? Warte, ich heb das eben mal auf. Okay, dann komme ich an die vorbei. Muss mich vor dich stellen. Das hat Damage gemacht. Und 3 Gegnern. Dann kriegst du noch das auf dem Attributswurf, was auch immer dir das bringt. Wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich nichts, aber ich hab's gemacht. Was? Sie wollte springen, du machst ihr Damage. Ich weiß halt nicht, was mentale Synergie bringt, aber gut. Ziehst dran. Warum ist hier ein Gegner? Kommt ihn her. Hier getötet ist er nicht. Danke. Los, Aquarium. Zeig's ihr. Oder nicht. Ja. Dann. Der ist einfach so eine Flasche, wirklich. Also ja, der ist ja zu nichts zu gebrauchen. Also manchmal, also ich sag mal, in 5% der Fällen ist der echt gut. Das war's dann aber auch. Und jetzt kann ich das machen. Okay. Die ist halt viel praktischer als Astarion. Okay, was macht meine wilde Magie? Wilde Magie, Telekinese. Du kannst Telekinese wirken? Oh. Und ich bin resistent gegen Giftschaden geworden. Ne, das ist durch meine Olle. Ach so. Na gut. Dann habe ich 2 Runden Telekinese. Ich kann sie zwar nicht mehr einsetzen, aber ich kann das jetzt theoretisch.
Ah, ich hab mich heilen können, naja. Kannst nichts mehr machen, ne? Nee. Aber Sarwin ist jetzt gleich dran. Achso, ich kann auch noch was machen. Hattest du den Quartiermeister eigentlich vorhin gelootet? Den Quartiermeister? Nee. Dann muss der ja noch irgendwo liegen. Da hat sie die. Hast du die in Staub aufgelöst? Ich sehe ihn jetzt nicht.